Schockdiagnose für Tim Lobinger. Der frühere Weltklasse-Leichtathlet ist an Leukämie erkrankt. 1997 knackte er als erster deutscher Stabhochspringer im Freien die 6-Meter-Marke. Nach dem Ende seiner Sportlerkarriere arbeitete er 4 Jahre lang als Athletiktrainer bei den Fußballern von RB Leipzig. Jetzt unterzieht sich der 44-Jährige in München einer Chemotherapie gegen den Blutkrebs. Außerdem ist eine Stammzelltransplantation geplant. Der 15-malige deutsche Meister machte die Krankheit nun öffentlich, um Spekulationen vorzubeugen.